Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und nach diesem schönen Intro, was jetzt echt lange gedauert hat, das mal wieder zu sehen, ein Hallöchen und herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist nach 2 Wochen Pause endlich mal wieder am Stüssel. Ja, ich und Technik, das sind 2 Welten, die aufeinanderprallen. Ich habe mir mal so gedacht, am Anfang, wir bräuchten mal eine neue Location, jedes Mal den gleichen Standort, deswegen bin ich mal schnell hingewechselt. Nein, der Grund dafür war, dass ich die ganzen Aussichtspunkte schon mal rausgesucht habe, schon mal alle bestiegen habe mit meiner Männlichkeit, weil es für Let's Play irgendwie zu blöd gewesen wäre, glaube ich. Dann wollte ich das richtig schön neu starten, das Let's Play, also sprich dann aufnehmen, wo ich dann schön auf dem Turm draufstehe und dann alles drumherum und damit die Aufnahmen starten, like a Boss, halt so richtig schön episch. Aber genau das ist natürlich nicht der Fall, weil ich außerdem runtergesprungen bin, ich Idiot. Und danach hat meine Technik aufgegeben, als ich dann die Aufnahme starten wollte. Das heißt, 2 Wochen gab es jetzt kein Let's Play von mir. Daher müssen wir jetzt dringend was nachholen. Und würde ich sagen, gibt's heute mal die ordentliche Dröhnung. Assassin's Creed 3. Sprich, wird ein bisschen länger dauern. So, was ist das denn hier? Untergrund betreten. Wollen wir mal Untergrund? Komm, wir betreten mal den Untergrund. Ich weiß nicht mehr, was letztens passiert ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Nach Untergrund von Boston reisen. Wirklich nach Untergrund von Boston? Machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal dahin. Schwing dein Ding mit dem Schokoring. Du bist der Schoko-Dog. Schoko-Dog. Ja. So. Okay. Hier unten hausen bestimmt Ratten. Laterne ablegen. Ich bin auch so blöd und leg die Laterne ab, ey. Ist ja gruselig. Der gruselt's mir aber. Ja, ich weiß nicht, also nur mal so gesagt, mein Laptop hat, Festplatte ist voll im Arsch gewesen, es hat Ewigkeiten gedauert. Erst habe ich es 1 Woche lang selber versucht, das irgendwie zu reparieren, danach musste ich abgeben, dann haben die Fresse. Da haben die, Alter Schwede, ich hab Schiss, Alter. Gleich kommt der Slenderman. Ja. Alter, wo geht's hier lang? Ist doch Bullshit, Alter. Nee, kommt, Leute. Wir finden hier nie wieder raus. Wir gehen mal wieder zurück. Würde ich sagen. Schön es auch ist. Aber ich glaube, hier. Es reizt mich schon jetzt irgendwie da überall rumzulaufen und zu gucken hier. Da kommt uns so eine tödliche Hand und gibt mir einfach einen Roundhouse-Kick in die Fresse. Es gab dann noch so ein Gruselspiel, wo man so die Treppen einfach nur runtergelaufen ist und irgendwann. Ja, irgendwann ist dann so ein komisches Spiel gekommen, du warst tot. Entweder hast du es bis nach unten geschafft oder es wurde, hat dich mittendrin aufgefangen. Ich weiß nicht, wie du das schaffen solltest. Aber gut, ist, ja. Fresse, ich gehe jetzt wieder. Ist mir zu blöd hier unten. Zu gruselig. Klein Bobo hat Angst. Bin ich richtig hier? Ja, da hinten flimmert was. Das ist schon mal ein schönes Zeichen. Bin ich ordentlich kohllos geworden? Nein! Ich wollte zurück. Komme ich noch nicht hin, okay.
Das heißt, wir müssen irgendwann mal hier hin, ne? Gut zu wissen. Freue ich mich ja jetzt schon drauf. So, wie komme ich denn jetzt zurück? Scheiße da. Fuck. Das war eine saublöde Idee. Nimm, 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 nimm. Was ist das hier? Oh, verlassen. Gott sei Dank. Hätte dann wenigstens mal dick draufstehen können, verlassen. So, nehme ich überhaupt auf? Ja, ich laber schon seit 5 Minuten. Oh, wie ich mich gefreut habe, endlich mal wieder eine Aufnahmesession zu starten, Leute. Könnt ihr euch gar nicht glauben. Wenn ihr euch vorstellen könnt ihr euch das nicht. So. Ein paar Tage später. Ein paar Tage später? Wir haben noch die eine Tante da gerettet, richtig? Richtig, dann haben wir sogar noch mit ihr rumgemacht. Wir treiben es mit einer Indianerin. Alright. Du solltest mich nicht schubsen, Asshole. Ja, du bist fein, du darfst mich schützen, ne? Ja, du schubst mich immer ganz gut, ne? Ja, feiner Junge. Geh weg, das ist noch eine Level. Und du bist auch ein feiner, ne? Ja, du bist auch ein ganz braver Junge. So. Was? Bello. Wollen wir mal weitermachen? Willst du was? Kollege? Ich bespanne halt einfach mal mitten am helllichten Tag in eine Taverne rein. Darf ich das nicht? Affe. Oha. Master Kenway. Habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen. Bitte. Setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren. Glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? 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 Sie sind jetzt ein Templer? Yeah, jetzt muss ich mich aber schämen für diese Scheiße hier. Ist doch nicht zu gern. Oh, hallo. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings, wow.
Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das! Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst! Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Im Übrigen hätte ich auch schon vorher rausgehen können, habe ich auch einmal ausprobiert. Das ging also auch. Ich will euch eine beliebige Taste drücken. Hier, Animus, eine beliebige Taste drücken. Nee. Ich will euch zum Animus. Wir wollen uns mal jetzt ein bisschen umschauen. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht. Für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank, hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen. Was? Wo ist hin? Und wieso hing ich da gerade so fest und hab pantomimisch da die Wand weggedruckt? Aha. MC zum Quadrat und so. Da ist er. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge. Schon wieder. Ja, ja. Und in Kontakt bleiben. Mhm, schön, schön. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Ach so, na, schade. Danke. Hübscher Arsch. Für was? Ich weiß nicht. Für alles. Mich trainiert, mich im Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank, hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Ach so, das war alles. Okay, gut. Ja, hörst du mich so ein bisschen hier an, und so ein das habt ihr auch gerade gesehen, oder? Das. Die stand doch gerade. Egal. So, schauen wir mal ein bisschen rum hier. Ziemlich dunkel hier. Muss man eine Kerze mal anmachen. Halo-Style hier. Ein bisschen sprinten. Ja, gut, ich kann auch sprinten. Hopp. Laptop.
Morgen. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Scheiße. Hallo Desmond, wie geht's? Wie immer. Neuer Tag, neuer Vorfahr. Wer hätte gedacht, dass du einen Templer im Stammbaum hast? Ich glaube, er fing als Assassine an. Haben ihn wohl umgedreht. Und wieder hast du recht. Ich habe unsere Archive durchsucht und anscheinend war Hathams Vater wirklich ein Assassine. Und er dann ja vermutlich auch. Zumindest eine Zeit lang. Was hast du nachgefunden? Der Typ aus der Oper, Reginald Birch, Großmeister der Londoner Komtur der Templer. Er und Hathams Vater, ein Mann namens Edward, naja, sie waren alte Rivalen. Anscheinend hat Birch Hatham schon früh in die Hände bekommen und alles versucht, damit Hatham die Seiten wechselt. Ich frag mich, wie er es schaffte. Mal sehen, ob ich mehr finden kann. Okay, interesting. Das heißt, wir waren also schon mal... Die ganze Zeit dachte man, wir würden für die Assassinen spielen. Und dann pow in die Fresse. Komm ich da rüber? Nein. So, wo ist mein hässlicher Vater? Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi zurück. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen. Aber dieses Mal schlage ich zurück. Bam. Hoppala. Als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfahren. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Cool. Es scheint aber auch vollkommen normal für ihn zu sein, irgendwie. Freut mich ja. Ob man auch mehr von diesen Geschichten hier findet? Ob man die in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie machen muss? Damit man den Sinn versteht irgendwie? Kann ich nicht aufklettern, schade. Ja, also, Oh, zum Glück sieht man auch gar nichts hier. Das ist sehr praktisch. Ich könnte echt mal eine Kerze anmachen. So, mal gucken, ob ich noch mehr von diesen komischen Geschichten hier finde. Hüpf! Hier geht's wieder zurück, ne? Komme ich auch komplett wieder zurück? Na super, jetzt hängen die auch noch hier unten fest, weil sie nicht da hochkommen.
Schade, das klappt nicht. Okay, cool. Wir werden ihn ja nicht verrecken. Hui! So, da ist schon wieder! Was macht die blöde Tante jetzt mal hier? Lass mich in Ruhe! Lass mir Angst. Ich sehe immer noch nichts. Ich laufe hier einfach mal irgendwo munter fröhlich lang. Ja. Haben wir eine Karte? Wir haben keine Karte. Hier kommt man nicht hoch, okay. Bist du dumm? Du bist ja jetzt, wo er hochkommt. Hier, deine Hände greifen doch dran, du Affe. Scheiß Parcours, den ich nicht einsehen kann. Na, schmeiß doch nicht drauf. Affe. Na gut, hier gibt's auch nichts. Was ist das da hinten? Boah, gruselig. Ich sehe gar nichts. Hoppala. Okay, ich bin wieder zurück hier. Ja, gut, das scheint also. Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Fick dich. Arschloch. Da ist er schon wieder. Da ist er. Bin ich der Einzige, der sie sehen kann? Scheiße. Na gut, gehen wir mal wieder hin. Okay, dann mal los. Zeit ging, in mir wuchs das Kind heran und dann kam er auf die Welt. Er hatte viel Hin für seinen Vater, aber genug von mir, dass er nicht fremdartig wirkte. Am Ende machte es keinen Unterschied. Mein Volk liebte ihn als einen der Ihren. Manchmal vermisse ich Hathem. Vielleicht hat er mich sogar geliebt, auf seine eigene Weise. Aber seine Augen waren stets auf die Zukunft gerichtet. Einer, in der ein Tempel kontrollierte. Meine größte Angst ist, dass ich eines Tages in die Augen meines Sohnes sehe und dort denselben Hunger erkenne. Die guckt auch so ein bisschen besoffen oder so, ne? So, jetzt sind wir endlich mal hier